Heute geht es um die Waffenanpassung in Far Cry 6. Ich konnte mir das Ganze schon im Detail anschauen, möchte es euch zeigen, bin gespannt, was ihr dazu sagt. Servus Guerillafighter, mein Name ist Corypheus, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir schauen uns heute die Anpassung der Waffen in Far Cry 6 an. Natürlich von der Optik her, was ist dort möglich und auch von den Werten, wie kann man die Stats verbessern, dass die Waffe stärker wird. Ist ein spannendes Thema, Ubisoft hat mich vorab eingeladen, um das ganze Spiel mal anzutesten. Und das ist jetzt ein weiteres Video, was ich euch zeigen möchte. Wer die anderen verpasst hat, kann immer gerne bei mir auf dem Kanal vorbeischauen und auch ein Abo dalassen, wenn euch der Content gefällt. Er wird auf jeden Fall noch viel zu Far Cry rauskommen, wird bestimmt eine coole Zeit werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bevor wir ins Video eintauchen, würde ich noch mega über einen Daumen nach oben freuen. Ich würde sagen, wir schauen uns das Thema mal im Detail an. In Far Cry 6 gibt es eine sogenannte Werkbank. Könnt ihr immer wieder in der Open World finden und dort eure Waffe von den Werten, von den Stats her verändern, verbessern, anpassen, auch zum Beispiel auf bestimmte Gegnertypen, ob sie gepanzert sind oder eben nicht. Ich zeige das euch anhand den Pistolen. Die sind echt krass. Werdet ihr gleich sehen. Da gibt es nämlich sogar noch einen Mod-Slot und auch anhand der Gewehre, was dort eben in Far Cry 6 möglich ist. Alles klar, so, werfen wir zusammen mal einen Blick auf die Werkbank. Was kann man dort alles machen? Ihr seht hier die Übersicht der verschiedenen Waffen, die man mitnehmen kann. Wir gehen mal auf die Seitenwaffen drauf und dann auf die Pistolen. Da sieht man schon, man kann zwei Aufsatzmods anbringen. Ich gehe mal auf die rechte Seite, wo noch nichts drin ist. Dort könnte ich zum Beispiel auf die Pistole einen Schalldämpfer anbringen. Gibt verschiedene Schalldämpfer. Je nach Schalldämpfer ändern sich eben die Werte. Seht ihr auf der rechten Seite, der eine überhitzt schnell, der andere etwas langsamer und es kostet eben Materialien, um diesen Schalldämpfer herzustellen. Die findet man in der Open World. Es gibt auch verschiedene Munitionsarten, das finde ich ist richtig cool gemacht. Es gibt panzerbrechende Munition für gepanzerte Gegner, Weichmunition für normale Gegner, es gibt Giftmunition, es gibt Sprengpatronen für Autos oder für ja, Fahrzeuge und es gibt auch Brandgeschosse, wo dann eben Gegner anfackeln können. Das Besondere noch bei den Pistolen ist, dass man dort einen Mod-Slot hat und eben die Waffe nochmal separat verbessern kann. Zum Beispiel, dass man eben schneller zielen kann mit der Pistole. Man kann auch schneller nachladen oder der erste Schuss nach dem Nachladen macht jetzt hier mehr Schaden. Es gibt aber auch einen Skill oder so ein Mod, wo man schneller nachladen kann. Hier zum Beispiel die Nachladegeschwindigkeit beim Austausch eines Magazins, das nicht komplett leer ist, ist dann eben erhöht. Geschwindigkeit beim Zielen und Wegstecken ist erhöht. Gegner, die unter einem sich befinden, macht man auch nochmal ein bisschen mehr Schaden. Und so könnte man die Waffe auch auf sich nochmal separat anpassen. Da sind Sachen nur für die Waffe mit dabei, aber manchmal gibt es auch eben Perks oder Mods, die sich auf die anderen Waffen auswirken. Zum Beispiel werdet ihr gleich sehen, dass man eine Supremo-Ladung mehr hat, für diesen Supremo, eben den man auf den Rücken geschnallt hat. Oder zum Beispiel auch, wenn man diese Waffe nachlädt, dass automatisch auch alle anderen Waffen nachgeladen werden. Den finde ich zum Beispiel auch extrem stark. Bei den Gewehren sieht das Ganze ein bisschen anders aus von den Anpassungsslots. Werdet ihr gleich sehen, ich gehe jetzt hier einmal auf das Vorgewehr drauf. Ich habe primär immer mit Gewehren gespielt, wo ich es anzocken konnte. Wir gehen hier mal drauf. Hier gibt es zum Beispiel drei verschiedene Aufsatzmods, die man anbringen kann. Wir sind hier nochmal auf der Munition. Auch bei den Gewehren geht das natürlich. Man kann drei verschiedene Primärwaffen mitnehmen. Da kann man sagen, ich nehme einmal Munition, also Standardmunition mit. Die andere ist eben Panzerbrechen und die dritte explosiv für Fahrzeuge, wenn man eben keinen Raketenwerfer oder so mitnehmen möchte. Finde ich eine nette Sache. So ist man relativ frei und kann wirklich, egal welche Waffe man hat, alles im Endeffekt damit besiegen, wenn man eben die richtige Munition eingebaut hat. Ihr seht hier die verschiedenen Schalldämpfer, Mündungssachen. Hier gibt es jetzt nicht nur Schalldämpfer, sondern auch Mündungsbremsen, wo die Genauigkeit zum Beispiel nochmal besser ist, weil man eben nicht so einen hohen Rückstoß hat. Überwiegend gibt es aber wirklich hier in Far Cry 6 Schalldämpfer von selbstgebastelten, wie ihr hier sehen könnt, bis eben richtige Schalldämpfer. Da ist für jeden was mit dabei und man braucht immer bestimmte Materialien, die man eben, wie gesagt, in der Open World finden kann, um die Sachen herzustellen. Dann als nächstes gibt es hier auch verschiedene Optiken, die man verändern kann. Auch wieder hier zum Beispiel selbst gebastelt aus so einer kleinen Konservendose und es gibt auch wieder richtige Mikroreflexvisiere. Hier zum Beispiel so ein Rotpunktvisier, bin ich absoluter Fan davon, immer von Rotpunktvisieren. Es gibt auch ARCOG-Visiere, wie ihr hier sehen könnt, wo man dann nochmal ein bisschen weiter eben ranzoomen kann. Bei den Scharfschützengewehren gibt es natürlich noch ganz andere Scopes-Visiere, die natürlich noch viel weiter schauen können, ranzoomen können, als jetzt bei den einzelnen Gewehren. Ich habe zum Glück noch ein bisschen Gameplay gefunden, wo ich sogar mit Fragnard, wo ich mit ihm
im Multiplayer unterwegs war, ein Scharfschützengewehr verändert habe. Das seht ihr hier. Es gibt auch verschiedene Schalldämpfer. Hier wird es interessant. Scopes gibt es natürlich noch viel, viel größere auf den Scharfschützengewehren. 4 Mod-Slots sind zum Beispiel möglich beim Scharfschützengewehr. Seht ihr hier. Man kann an der 4. Stelle noch ein zweites Scope drauf machen. Hier zum Beispiel so ein Flex-Rotpunkt-Visier oder so ein Holo-Visier. Und so kann man es umschalten. Mods, also den Mod-Slot-Platz gibt es hier zum Beispiel auch, dass man eben ja Magazingröße vergrößern kann und unzählige andere Verbesserungen. Das finde ich echt richtig nice gemacht. Nachladegeschwindigkeit ist erhöht. Du heilst dich beim Zufügen von Schaden. Das ist auch eine interessante Sache. Und so ist mit jedem was auf jeden Fall dabei. Man kann die Waffen perfekt auf sich anpassen. Ich habe hier nochmal ein bisschen mehr Gameplay gefunden, auch für die AK. Dort ist unten auch ein Mod-Slot drinnen und man kann eben hier nochmal bestimmte Mods einbauen. Hier habe ich für euch auch nochmal ein sehr interessantes Bild, betrifft den Supremo, den hat man hinten auf dem Rücken drauf sich und das ist wirklich absolut krass, das Teil. Hier ist es zum Beispiel ein EMP, bedeutet eben, dass alles, was elektrisch ist, eben außer Gefecht gesetzt wird, ist eine nice Sache. Es gibt auch einen Raketen-Supremo und hier sind echt viele Slots drin. Erstmal oben Hilfsmittel-Slots, bedeutet, ihr könnt normale Granaten mitnehmen, ihr könnt irgendwelche Minen mitnehmen, was es eben im Spiel gibt. Unten drunter seht ihr auch nochmal 3 fette Mod-Slots, wo ihr was einbauen könnt. Hier zum Beispiel, dass man eben den Supremo Primo-Ladung bekommt, wenn man einen Gegner mit einem Kopfschuss tötet oder zum Beispiel unten drunter ist der Wirkungsbereich erhöht und so hat man ziemlich viele Mod-Slots in den verschiedenen Waffen drin und kann sich so eben ein extrem geiles Loadout zusammenbasteln. Nicht nur die Werte können in Far Cry 6 verändert werden, sondern auch die Optik. Man kann die Waffe optisch auf sich anpassen und was da möglich ist, zeige ich euch mal kurz. Möchtet ihr die Optik von der Waffe anpassen, müsst ihr zum Glück nicht an die Werkbank wie bei den Mods, sondern ihr könnt das einfach im Inventar machen. Ihr seht einfach unten auf die Waffe drauf gehen. Und dann könnt ihr ja verschiedene Skins auf die Waffe draufhauen, sind richtig coole mit dabei. Man braucht eben auch hier wieder Materialien, Sprühdosen, finde ich eine nette Sache. Und dann kann man eben das Muster oder den Skin auf die Waffe drauf sprühen. Gibt verschiedene Skins immer pro Waffe. Es gibt auch Talismane eben, Anhänger, die man sich an die Waffe dranhängen kann. Die sind jetzt leider hier alle verschlossen, deswegen kann ich die euch jetzt nicht zeigen. Einen einzigen Anhänger habe ich aber freigeschaltet, das werdet ihr gleich sehen. Der gefällt mir persönlich auch sehr gut. Es sind so 2 kleine Patronen. Drohnen, die da oben jetzt an der Waffe dranhängen und so kann man die Waffe eben nochmal separat auf sich anpassen. Sobald man was an der Waffe verändert hat, seht ihr, dass der Charakter sich so ein bisschen in der Hand hin und her schwenkt und sich genauer anschaut. Finde ich, ist eine nette Animation. Ich bin auch hier gerade bei einer Vorratslieferung unterwegs von den Gegnern, kann die mir eben holen und da bekommt man eben Materialien raus, um die verschiedenen Waffen, eben um die verschiedenen Mods anzubringen. Werdet ihr gleich sehen. Ich bekomme jetzt hier nämlich gleich Schießpulver raus, dass man eben ja für bestimmte Mods benötigt. An der Stelle seid jetzt ihr gefragt, was haltet ihr von den ganzen Mods, Anpassungen der einzelnen Waffe? Findet ihr das top oder hättet ihr euch ein bisschen mehr gewünscht, das Ganze vielleicht auch ein bisschen anders? Schreibt es in die Kommentare rein. Es werden auf jeden Fall in Zukunft noch mehr Far Cry Videos vor Release rauskommen. Wer da nichts verpassen möchte, kann immer gerne vorbeischauen oder auch ein Abo dalassen. Das war es soweit von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mir noch schnell über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.